Konfuzeier, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video euch anschaut. Hier zu meinem ersten React. Heute schauen wir uns die Twitch Clips Germany Folge 165 gemeinsam an und gucken mal, was da so alles passiert. Und das erste Bild, was ihr hier schon auf meinem Bildschirm seht, sind unter anderem natürlich der Ulrichstein, ja, mit seinem Pilzhut und an der Seite die Flip Floyds. Und ich denke mal, wer Twitch Clips Germany verfolgt, der weiß, kennt die drei zumindest schon, denn die sind da sehr bekannt und auch immer gute Kollegen, die auch auf die Twitch Clips Germany reagieren. Ich trete in ihre Fußstapfen und versuche mir ein kleines Stückchen vom Kuchen abzuknapsen. Fangen wir an und gucken mal, was so passiert. Viel Spaß euch und ja, rege Beteiligung wäre natürlich schön gesehen. Gut, dann fangen wir an und... Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germania, hier auf Ihrem Lieblingskanal im Internet. Wir sind Dr. Freud und freuen uns jetzt mit Ihnen gemeinsam in diesen Aal hineinzuschauen. Los geht's! Ja, falls ihr nicht wisst, was das mit dem Aal auf sich hat, dann kann ich euch schon sagen, geht zu den Flipfloids mal vorbei, damit ihr das wisst. Link zu den Flipfloids habe ich unten reingepackt. Natürlich auch ein Link zu einigen anderen Dingen. Aber wie gesagt, da kommen wir am Ende dazu. Machen wir weiter. Oh nein! Das ist für den Panzer nicht gut. Gar nicht gut. Abgesehen davon, dass die Leute da drinnen mit Sicherheit keine Tauchausrüstung dabei haben werden. Ich bin eine Gazelle. Also ich habe schon Gazellen springen sehen, aber so garantiert nicht. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. Dieses Spiel, ich liebe es, ich liebe es. Das sind die Fall Guys. Wenn ihr da gerade Spaß habt, das Spiel gibt es kostenlos auf Epic. Und könnt ihr nicht nur da spielen, sondern, also am Computer könnt ihr es spielen, ihr könnt es auf der Playstation spielen, ihr könnt es auf dem, ich glaube auf Playstation geht es noch nicht, aber auf der Xbox könnt ihr spielen, auf der Switch auch. Und ihr könnt alle über die Plattform hinweg spielen. Also ihr könnt mit Leuten, wenn ihr auf der Switch spielt, könnt ihr mit Leuten spielen, die am Computer spielen. Das ist richtig toll und macht voll Spaß. Ja, ja, sowas kennt. Zwar nicht in dieser Geschwindigkeit, Bumble? Aber ja. Okay. Was denn? Du weißt schon, dass du rot bist, ne? Oh, Scheiße! Ich würde sagen, da hat er wohl die falsche Farbe gewählt. Ja, man sollte schon darauf achten, was für eine Farbe man hat. Das passt besser, würde ich sagen, so. Ja. Wobei, die Art von Spiel hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber, ja, was nicht ist, kann ja noch kommen. Das ist hier kein, ne, Kinderschlecken. Kinderschlecken vor allen Dingen, kein Ponyhof. Ich sag mal so, wenn ich mir den, das Ding über seinem Kopf angucke, ob das auf ihn gemünzt ist. Was für Kinderschlecken. Das ist, also, man sagt das so, oder? Sagt man das nicht so? Aber das, ich glaube, man sagt das so. Also, ich habe noch keine Kinder geschleckt und habe das auch noch nicht gesagt. Doch, gut, gerade eben, ja, aber nur in der im Zitatform. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Kinder geschleckt habt. Geht das mit den Molotow-Cocktails? Kann ich übrigens auch, Freunde. Nur ich kann es halt nicht so gut. Ja, ja, das kenne ich. Vor ewigen Zeiten habe ich Counter-Strike gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in diesem Spiel so grottenschlecht. Kaum war ich an meinem Platz, hatte mich als Sniper hingelegt. Bumm, war ich tot. So geht's. Jetzt schon. Dem schreibe ich auch einen Kommentar, komm. Ja, ja, das habe ich dir schon fast gedacht, Kistenkater. Lollis, ja, Bonbons auch. Wobei Bonbons lutsche ich eigentlich eher, anstatt sie zu schlecken. Wir müssen uns bei Gelegenheit mal treffen und du musst mir zeigen, wie man Bonbons leckt.
Ja, genau. Ich mal erstmal so eine Rakete. Na, auf die Rakete bin ich jetzt gespannt. Und im Übrigen, bevor ich es vergesse, natürlich hallo Kistenkater. Nein, ich sag jetzt nicht, wie das aussieht. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall ist das definitiv keine Rakete. Keine, definitiv nicht. Nein, nein, nein. Warte mal, ich mal einfach lieber nichts. Das ist einfach... Dem stimme ich voll und ganz zu. Nicht mal ist besser. Hier auch gelandet. Orange, was am Pferd? Ich hab 90 View. Ich rate jetzt mal, was passiert. Also, er schießt jetzt alle seine Pfeile ab. Und dann, wenn er sie braucht, hat er keine mehr. Garantiert. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Ich hab ihn getroffen! Ich hab den... Moment, das will ich jetzt sehen. Moment, jetzt gehen wir ein Stückchen zurück. Stückchen zurück. So, da haben wir nochmal den... Ist einfach. Ich jetzt noch mal gucken. Hier auch gelandet. Orange, was am Pferd? Ich hab 90 Fuel dabei. Ich hab ihn getroffen! Wahrhaftig, er hat einfach irgendwo hingeschossen, schießt auf durch Zufall in die Richtung von dem Boot und trifft den, der drauf ist. Also das war mal ein Glückstreffer. Ich hab den am Boot getroffen und das fährt nicht mehr. Ah, der Winkel war doof. Okay, jetzt verschiebt sich hier das Timing. Jetzt. Dark Souls, das ist ein richtig tolles Spiel. Schwanz. Au! So kann's gehen. Mit Ansage. Man sollte mit solchen Ausdrücken vorsichtig sein. Das geht ganz schnell, wie ihr gesehen habt, nach hinten los. Ich fahre jetzt mal in die 6 runter, ne? Schauen wir mal, was ist. Ich fahre in die 8 hoch. Vergiss nicht zu Deron. TikTok! TikTok. Was? TikTok? Was hat das jetzt mit TikTok zu tun? Wir sind ja auf Twitch Clips Germany und nicht auf TikTok. Bett. Also das ist heute die Sammlung, wie nach dem Motto, ich habe Glück oder auch mal nicht, aber meistens habe ich Glück. Street Trials, das ist mein allererster Costume. Ich bin aufgeregt, ich hoffe, ihr seid aufgeregt. Und ich würde mir erstmal... Eine ordentliche Halterung für mein Tablet kaufen, damit das Tablet nicht sich selbstständig macht. Und eventuell vielleicht ein bisschen am Delay des Mikrofons zur Aussage arbeiten. Aber ist nur ein Gedanke von mir, aber ich bin ja noch am Anfang, deswegen kann ich mich da natürlich auch täuschen. Ich will erstmal das Tablet retten. Buh. Ich habe gehofft, dass irgendwo etwas kommt, wo es um Erschrecken geht. Meistens sind das ja dann so eher so die Horrorspiele, wo die Leute von den Geistern erschreckt werden. Aber das ist auch eine gute Idee. Das bringt mich zu dem Gedanken, den ich heute hatte, als ich unterwegs war. Und zwar, ich bin hier nicht so schreckhaft. Also nicht so viel. Mittlerweile bin ich daran gewöhnt. Ich habe meistens ein drittes Ohr in die Richtung, wo ich nicht hinlauschen soll. Ich habe manchmal 3 Ohren. Und was aber lustig ist, mein Mann, der ist der hat ständig Kopfhörer auf, den ganzen Tag. Und wenn man bei dem rankommt, das hört er nicht. Und jedes Mal, wenn ich ihn nur leicht antippe, erschrickt er sich fast zu Tode. Das ist köstlich, das ist wie das jetzt gerade eben mit dem Bub. Das würde bei ihm hundertprozentig passen. Und ja, Kistenkater, manchmal habe ich 3 Ohren, 2 auf den Bildschirm und 1 in den Flur, damit ich höre, wenn mein Mann kommt. Und ich quietsche höher als du. Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich eine Frau bin. Frauen quietschen höher, das ist einfach so. Und lieb sein? Nee, passt nicht. Ich bin nicht lieb. Lieb kann jeder. Ich bin lieber frech. Mach sowas nicht! Tag 71. Ich muss jetzt um 6:30 Uhr kacken, aber wach, wenn ich das so neu... Moment,
man kackt nach Uhrzeit? Das ist auch mal eine interessante Sache. Und wenn ich erst um halb neun müsste und sollte, sollte und würde erst um 9 Uhr aufstehen, dann kann ich natürlich um halb nicht. Dann muss ich natürlich halt später. Ja, ist halt so. Oder ich stelle mir einen Wecker, damit ich weiß, jetzt muss ich, ja, genau. Diese Dinger kenne ich übrigens auch. Die sind, wenn man sie falsch benutzt, ganz gefährlich. Vor allem für die eigene Nase, die eigenen Augen und sonstige schmerzempfindliche Körperteile. Seht ihr, ich hab's gesagt. Das kam richtig zu mir geflogen. Da ist es, das Horrorspiel. Das ist der Grund, warum ich mir sehr genau überlegen würde, ob ich ein Horrorspiel im Stream spiele. Weil, ja, genau. Es tat weh, als die anderen flüchteten. Und oh, die Qual! Was für eine Qual! Sie war katastrophal! Ein Skandal! Ach, das ewige Hupe! Sag's uns nochmal! Und im ständigen... Pumba! Doch nicht vor dem Chat. Entschuldigung. Okay. Singen werde ich auf Stream auch nicht. Definitiv nicht. Das tue ich euch nicht an. Ein Teelöffel Salz, okay. Ha! Eine kochende Katze. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie kann ich den jetzt messen? Okay, okay. Das wird definitiv zu viel Salz. Definitiv. Also? Ungefähr? Das ist natürlich auch eine Idee. Einfacher wäre es aber, glaube ich, wenn man den Streuer aufschraubt und ein bisschen was rausholt mit dem Löffel. Ich glaube, die Öffnung oben ist breit genug dann. Ja, das wird schon. Und ja, Kistenkater, das eben war eine Anspielung auf König der Löwen. Warte, ist da Zucker drin? Jetzt wäre es ein bisschen spät nachzugucken, ob Zucker drin ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Sowas guckt man vorher, wenn man keinen Zucker drin haben will. Aber eins kann ich euch sagen, ich koche auch gerne und häufig auch mit Sahne und Milch und so, die ich zur geschmacklichen Förderung in die Soßen gebe. Ich kenne aber jemanden, der mag das überhaupt nicht. Der schimpft jedes Mal mit mir, wenn ich das mache. Und das ist mein Mann. Obwohl ich das nicht verstehen kann. Gut, aber mittlerweile mache ich hin und wieder auch mal ohne. Oh, warum ist denn da Zucker drin? Alpro, warum macht ihr sowas? Scheiße. Naja, wenn das übel süß schmeckt, das ist doch nicht für Geschnetzeltes. Für Geschnetzeltes nimmt man dann eben vielleicht ungezuckerte. Weil ich weiß, von Alpro gibt es auch ungezuckert, auch wenn ich das Zeug nicht mag, weil ich habe vor Jahren mal für meinen Mann, als wir noch nicht verheiratet waren, sondern zusammen, nur so, also als Paar zusammen, aber noch nicht verheiratet. So, jetzt habe ich es. Und da hatte ich ihm eine Packung Alpro Milch gekauft, weil er die unbedingt probieren wollte. Und er ist dann nach Hause gefahren wieder, ohne dass er die getrunken hat. Und ich hatte vergessen gehabt, mir für das, weil es war sonntags, mir was zu trinken zu kaufen. Und habe dann gedacht, okay, gut, nimmst du halt von der Alpro Milch und hast du was gegen deinen Durst? Ich hätte lieber zum Wasserhahn greifen sollen und das Wasser daraus trinken. Mir war die ganze Nacht so grausam übel und ich hatte solche Magenschmerzen. Das kann ich euch nicht sagen. Das ist schlimm. Die wünschte ich nicht mal meinem drittschlimmsten Feind. Den ersten zwei vielleicht schon. Seltene Mating-Ritual der VTuber. Es wurde bis jetzt selten in freier Wildbahn beobachtet. Es ist ein Spektakel.
Der Röhrer versucht, das Weibchen zu erreichen. VTuber, das ist so ein... so eine Bubble. Ich weiß nicht. Auf der einen Seite fasziniert sie mich und ich überlege auch, ob ich da mal mit was versuche. Auf der anderen Seite, wenn ich manchmal sehe, wie die Videos rüberkommen, ich weiß nicht, das gerade eben ganz knapp. Mein Kleiderschrank befindet sich in Kisten. Das müssen aber große Kisten sein, wenn da ein ganzer Kleiderschrank reinpasst. In Pappkisten, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren in der Pappkiste. Wie kommst du dann an deine Klamotten? Es ist Sonntag, sonst hätte ich gesagt, wo ist das nächste Ikea? Nein, halt. Die Schränke sind aufgebaut, aber leer. Jetzt verstehe ich. Sie hat ihre Klamotten in der Kiste und nicht den Schrank. Wäre es da nicht einfacher, die Kisten mal auszupacken? Ich meine, so 10 Minuten am Tag sollte man doch dafür finden, mal so eine Kiste zu nehmen, auszupacken, als in den Schrank zu packen. Ich weiß auch, als wir hier eingezogen sind, haben wir auch ein paar Tage aus der Kiste gelebt. Aber das waren vielleicht 2-3 Tage, dann war alles aufgebaut und alles verstaut, wo es hingehörte. Die Kiste! Ausnahme die Küche, denn die Küche kam 4 Wochen zu spät. Wir haben 4 Wochen lang keine Küche gehabt. Nur einen Kühlschrank. Den hatte ich nämlich schon vorher gekauft. Der stand vorher schon in der Küche. Aber ja, gut. Sind vor den wir Schränken. Wir voten jetzt für... Heilige Mutter Gottes! Die kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Dieser Schrei ist für immer und ewig auf Band, auf Film, auf YouTube gebannt. Wir werden ihn immer wieder hervorholen können, um dich damit aufzuziehen. Headshot. Ihr habt Jurassic Park Teil 1 gesehen, ihr wisst bestimmt die mit den und die machen. Die! Ja, ich kenne sie. Mein Mann wüsste jetzt garantiert hundertprozentig, was für welche Saurier das sind. Ich komme jetzt aber nicht drauf. Ich weiß aber eins schon. Nach dem Stream werde ich garantiert nachgucken. Und euch beim nächsten Stream das sagen. Ich sag ja, die machen... Deswegen ruft er uns? Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Das derzeitige Kultspiel auf Twitch. Cult of the Lamb. Arbeitslos. Ich hab's leider nicht. Die steckt man sich nur auf den Kopf. Obendrauf ich in die Haare. Ich liebe ihn. Weil er hat immer solche komischen Sachen. Immer wenn ich ihn sehe, hat er irgendwie solche komischen Sachen. Entweder hat er was auf der Stirn oder er hat irgendwas, was er sagt, was lustig ist. So. Ja. Ja. Merkst du was? Ich steig schon aus, warte! Ernsthaft? Okay, ist nichts passiert. Doch. Moment, ich muss gerade mal auf was im Chat ein. Was hat das jetzt bitte schön mit Ark zu tun? Kistenkater. Ja, du hast gerade in den Chat geschrieben, Ark. Ich weiß jetzt aber nicht genau, was du damit meinst. Nein. Da ging es um Jurassic Park. Nicht um Ark. Um Jurassic Park. Die Twitcherin hatte was mit Jurassic Park. Ja, ich weiß, das sind gängige Dinosaurier, die tauchen auch in solche Spielen auf. Aber da ging es nicht um Ark, sondern da ging es um Jurassic Park. Au! Sonst soll ich auf mir landen. Wo bist du? Au, das sieht schmerzhaft aus. Das würde ich sagen, ich stehe auf deinem Fuß.
Das erinnert mich jetzt an eine Straßenszene aus einem anderen Film. Gut, okay, das ist ein Spiel und kein Film. Aber ich glaube, das tut weh. Unheimlich weh. Warte, ich flieg nochmal. Ich flieg nochmal hoch. So. Jetzt. Was? Das ist eine Kunst. Ein Raumschiff auf dem Fuß gehabt zu haben, danach aufzustehen und einfach wegzugehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Auch noch Clone Wars. Clone Wars sind doch die, die sind in den weißen Hüten, mit den weißen Hüten, oder? Nee, das sind die Klonkrieger. Oder später Sturmtruppen. Clone Wars ist die Serie, in der die als Zeichentrickfiguren vorkamen. Gott, geht mich um Kopf und Kragen, ey. Das ist wie, als wenn man einfach möchte, dass man dazugehört und man redet irgendwas und man weiß gar nicht mehr. Ja, ich hab schon wieder zu kompliziert gedacht. Woohoo! Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt? Das passte jetzt wie die Faust aufs Auge. Mensch, ja. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Shit! Probieren und jetzt kommt die Master Deluxe Pizza. Bäh! Also, man kann ja viel auf Pizzen drauf machen, aber das ist ja... Nee. Ich will die, kann ich haben. Warum holst du dir so eine riesen, mir so eine kleine? Guck mal. Ja, du hast gesagt, was du soll willst, das? Du hast gesagt, du möchtest eine Kinderpizza haben. Eine Margarita. Hab ich nicht, ich hab gesagt Margarita. Warum willst du? Ja, Margarita. Warum willst du mir eine Kinderpizza? Weil die hingeschrieben haben, Margarita Kinderpizza. Ich wollte eine Erwachsenenpizza. Dann musst du sie noch so ein paar Wochen oder Monate oder Jahre in den Kühlschrank legen, dann ist sie erwachsen oder läuft weg. Gute Reaktion. Sehr gute Reaktion. Wenn du das im Live auf der Straße auch hinkriegst, Respekt. Player standing. Over here. Off your feet! Bis rechts. Ja, das dürfte Eurotruck gewesen sein. Und bevor du fragst, Kistenkarneval, ich kenne dich, du siehst jetzt dieses Video und denkst so, oh geil, was ist das für ein Spiel? Valorant. What? Macht aus mir, oh mein Gott, ich hab voll die Idee. Macht doch aus meiner Asche so Sanduhren. Und dann verschenkt diese Sanduhren. Und dann bin ich bei jedem Spieleabend wieder dabei. Gute Idee. Ich würde die Idee aber noch ein bisschen weiter spinnen. Nicht verschenken. Nein, verkaufen. Da haben wenigstens da die Erben noch was davon. Ja, senkrecht, waagerecht und vertikal. Ist das nicht so vertikal? Diagonal. Ach, meine ich doch. Ja, ja, wir Frauen und Richtungsangaben. Rechts, links, unten, oben. Twitch Clips Germany! Full. Jetzt wisst ihr, wie es in die Quicks. Jetzt wisst ihr, wie es in die Twitch Clips Germany schafft. So oder so, wie ich es gerade eben gemacht habe, das könnte eventuell auch funktionieren. Legendary. Incoming. Fail. 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 Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke. Mach ich. Jan, are you ready for the romantic German? Okay, listen. Also, weil ich es gerade sehe. Also, irgendwann, wenn ich es ein bisschen weiter geschafft habe als jetzt mit Twitch und YouTube, dann hole ich mir dieses Mikrofon. Obwohl ich dazu sagen muss, das, was ich jetzt hier habe, das ist auch richtig gut. Das ist, ja, ein Elgato Wave 1.
Sie wissen, dass man hier nicht parken darf. You're welcome. Das muss ein Insider gewesen sein. Irgendwie. Kistenkater, falls du das, die Fragezeichen, weil ich habe es jetzt gerade erst gesehen, ich habe gerade, weil ich auf die Twitch-Clips geschaut habe, die Fragezeichen geschrieben hast, wegen dem, warum ich das gesagt habe. Ich kenne dich ja und ich weiß, dass du auf so Ballerspiele hin und wieder stehst und ich wollte dir halt sagen, dieses Ballerspiel, was da gerade war, das war Valorant. Das kenne ich nämlich. Das wird häufig auf Twitch gespielt. Am Freitag war mein letzter Arbeitstag. Ich kam nach Hause. Natascha hat mir in den Hausflur eine Socke hingelegt. Und hat reingeschrieben, Traditionen wollen gepflegt werden. Happy Last Day, du freier Elf. Sie hat mir Kleidung geschenkt. Ich bin jetzt frei. Okay. Muss man sich da jetzt Gedanken machen? Finde ich mich. Oh, nee, das war's. Das hab ich nicht mehr. Tot. Was? Nicht dein Ernst, PUBG! Warum hast du mir jetzt nicht gekriegt, Fischi? Was? So geht es mir auch immer. Man schießt wie eine Blöde auf den Gegner. Der kriegt nicht einen Punkt Schaden, dreht sich rum, schießt einmal und er ist tot. Riecht denn dein Bart mittlerweile besser? Boah, hör bloß auf, ne? Der hat so gestunken. Und dann wollte ich vorhin im Chat, ja, wollte ich das erklären. Dann dass meine Sahne in deinem Bart war? Ja. Hat jetzt noch jemand gerade Bilder im Kopf? Meinst du, irgendwer hat es nicht falsch verstanden? Dann? Mein Bart hat gestunken, weil der Funk seine Sahne darin verteilt hat. Das stimmt auch. Also das ist halt wahr. Es ist halt wahr. Ja. Ja, ich glaube irgendwie, das kann man gar nicht falsch verstehen. Er meinte natürlich die Sprühsahne. I'm a veteran of the strategy battle game. They're still good fun to play, but they're designed in mind. Also wenn das jetzt ein Review ist, dann frage ich mich, ist das Review zu langweilig? Oder hat er das so oft geübt, dass er die Tonspur schon hatte, abgespielt hat und dabei eingeschlafen ist, während er sie abgehört hat. Particularly with helping you sort of navigate your way through those rules. And I believe that booklet is actually the first sort of shit. Assignment of the, ich habe meine Cola-Dose in der Hand gehalten, die ist mir gerade, ich bin eingenickt und mir ist auch die aus der Hand gerutscht und jetzt ist ja, ich weiß, was jetzt passiert. Shout out to him. Chat, ich hab gehofft, sie ist drin. Ich mag sie. Außer ist der Lazy da mitgespielt. Okay, das erklärt einiges. So benutzt du Tuben? Ja. Ich möchte erstens mal keine Tube bei ihr sein. Zweitens mal die arme Zahnpasta. Und in diesem Falle das arme Tomatenmark. Du benutzt Tuben so? Alles aus. Boah, geile Musik! Sorry, ich wollte euch nicht erschrecken. Das war jetzt doch Stray gerade, oder? Das ist ein Spiel, das möchte ich unbedingt spielen. Ich liebe Katzen. Wisst ihr, was das Fiese ist? Mein Mann, der hat's! Dem habe ich's geschenkt vor einiger Zeit. Aber er, nicht ich. Was ist mit dem Kopfi? Kopfi? Bist du ein kleiner Dreckspatz? Also ich habe mit viel gerechnet, aber mit einer Antwort nicht. Ja,
Jetzt bist du eines Besseren belehrt worden. Auch Spiele können antworten. Oder dein Computer ist besessen. Raptor-Ring? Ey, jetzt bin ich hier. Raptor-Ring. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Ja, das sieht sehr gesund aus. Ach du Scheiße, Leute. Oh, Jesus. Oh, Jesus Christ. Also, wenn das alles Gegner sind, dann reicht hoffentlich die Munition. Fortfahren. Difficulty schwer, aber machbar brutal. Da musst du eigentlich in Schwierigkeiten. Was? Muss. Ganz einfach, Mädel, du sollst dich entscheiden, welcher Schwierigkeitsgrad du haben willst. Leicht. Leicht gab's nicht. Das ist gemein. Fies und abgrundtief böse. Ich liebe es schon jetzt. Ich habe gerade gesehen, von wem das der Stream war. Bei Luna, Peruna, wäre ich mit solchen Aktionen vorsichtig, glaube ich. Ficken! Entschuldigung. Moment. Entschuldigung, ich meine das Getränk. Ficken! Sie hat es wirklich gesagt. Entschuldigung, ich meine das Getränk. Ist ein sehr leckeres alkoholisches Getränk. Habe ich mal getrunken auf einer Feier. Ich bin ja eigentlich nicht so der Alkoholtrinker, aber ficken war schon sehr okay. Junge. Sehen diese Augen? Okay. Sie gefällt mir besser als das Bild auf der Seite. Vertrauenserweckend aus? Ja, also ich finde schon. Bei dem kleineren Bild hatten die Zähne was. Ah! Oh nein! Ich glaube, mir wäre es genauso gegangen. Und noch über andere Sachen bestellt. Among Us ein Update? Weil ich jetzt zu faul bin, um mal rauszulaufen. Also Among Us... Vielleicht ist sie Veganerin und die dürfen kein Leitungswasser trinken, weil es vom Hahn kommt. Wenn wir noch weiter in die Richtung gehen. Lieber Vollgeist. Weiter. Hä? Was zum... wir gehen weiter, Also, die Bilder, die Google da aufgenommen hat. Himmelblau, schalala, la, 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 la. Himmelblau, Himmelblau, schalala, la, 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 la. Entschuldigung, ich muss doch für euch singen. Wir haben jetzt 50, so wir brauchen 60. Ich hätte gerne ein Schwert Damage, hätte gerne. Ich glaube nicht, dass so viel Öl in diese Schüssel sollte. Es gibt ja einige Leute. Oh shit! Beziehungsweise neben die Schüssel. Ups. Ihr habt nichts gesehen? Das war nur zu viel, weil ich habe ein bisschen unterschätzt, dass ich kein 20 mehr bin. Und wenn du dir dann so einen 30 cm Prügel reinknallst. Au! Das klang falsch. Egal wo, wenn du dir das ein 30 cm langes Baguette zu essen nimmst. Ich brauche deine Hilfe. Und jetzt sagt mein Vater Toro ist übrigens live. Du bist so ein richtiger Gemeini. Ich bin nicht sauer, aber ich bin enttäuscht. Ich finde immer noch, die beiden sind ein richtig schönes Paar. Was hältst du eigentlich von Strafen? Was für Strafen? Oh, du Blöder! Rache folgt auf den Fuß! Ja, das Handy! Das ist wasserfest!
Das ist nicht Wasserfall. Entschuldige dich. Entschuldige dich. Jetzt wüsste ich gern, was es für ein Handy ist, damit ich auch was sagen kann, ist wasserfest oder nicht. Und das ist... Was haben denn Waffeln damit zu tun? Ist das irgendwas auf die Nahrung angenehm? Vampirwaffeln. Nekromantenwaffeln. Ja, genau. Kistenkarte, du hast es erkannt. Anna. Hä? Oh nein! Waffen! Oh nein! Okay, Entschuldigung. Es gibt nichts Schlimmeres als... Also, wenn ich mal was sagen darf. Ich habe einige Kollegen auf Twitch auch abonniert und folge ihnen. Aber die Streams von Ivraldis, die sind immer richtig toll. Das heißt, wenn deine Teammates dich blocken. Spike planted. Last player standing. Das ist ja wild, Digga. Also, du bist so ein richtiger Macher, oder? Ich finde das ein bisschen bodenlos von dir, aber wenn du so slayen willst, ist für mich eigentlich kein Problem. Nur manche Leute finden das wahrscheinlich ein bisschen sass, wenn du sowas sagst, oder? Also meine Bres, Bros oder Bruders, die finden das ein bisschen Gomme-Mode, wenn du da ein bisschen... See you! Ja. Was zum Henker war das? Das wäre eine interessante Challenge. Für mich. Ha! Paul Geist! Nein, 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 nein! Ja, 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 ja. Merke, wenn du auf dem Stream bist, überlege, was du tust. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben gerade das Spiel gewonnen. Obwohl, ich habe hier eine Tastatur, ne? Also mit der hier könnte ich das... Mit der kannst du das nicht, die hast du gerade weggeschmissen. Mit der kannst du das nicht, die kannst du gerade weggeschmissen. Was ist denn jetzt los? Nochmal. Muss ich hier runter? Wenn du da runter springst, bist du tot. Das ist dieses Spiel! Nein, dann das habe ich doch in den DCGs immer gesehen. Runter. Ich bin so doof. Mal gucken, was er heute kaputt macht. Okay. Ach, was er hat. Also ich habe drei Ohren manchmal, aber den Twitter an. Sehen diese Augen vertrauenserweckend aus? Ja, zu 100%. Ja, würde ich sagen. Das ist, je stechender die Augen sind, umso eher fühle ich mich angeguckt. Und wenn man mir anguckt, dann denke ich so, oh, Aufmerksamkeit. Und als Katze denke ich so, Aufmerksamkeit, da muss ich den Fernseher nicht beißen. Deswegen, ich finde das eigentlich schon vertrauenserweckend. Wirklich? Ja. Moment. Deine Katze beißt den Fernseher, wenn sie keine Aufmerksamkeit kriegt. Meld dich mal bei mir. Ich könnte dir für einen Katzenpsychiater eine Adresse geben. Ich glaube, die müsste da mal hin. Mit ihr würde ich nie Fahrstuhl fahren. Warum? Sie erschreckt es, wenn die Tür zugeht. Alles gut. Ja, so kann's gehen. Ah, ich bin wieder da! Nein, doch! Und wieder weg. Also einmal was machen ist ja in Ordnung, aber zweimal dasselbe machen, das ist die Kunst. Eins ist mir entkommen. Aber Pumba... Mach das doch mal bitte im Realen. Mal gucken, wie dein Fuß da aussieht. Dort ist man frei, dort ist man froh, dort scheint das Licht im Mond, dort lebt man als hier, und seid ich mir ein Mensch zu sein. Nein, dazu sag ich jetzt nichts. Nein, nein. Ich trau mich nicht mehr da zurückzugehen, ist so ein bisschen mein Problem. Aber wir machen es jetzt einfach. Ah, nein! Hättest du mal auf dein Gefühl gehört. Lutschen, um diesen Saft rauszubekommen. Bist du die ganze Zeit nur am Rumlutschen und den Saft? Ja, das ist Sinn des Ganzen. Willst den Saft haben und am Endeffekt kommt nur dieses weiße Zeug. Das ist so... Ich hätte nicht sagen sollen, dass das meine Kindheit war. Ja. So kann's gehen.
my guardian angel. Weg ist er. Easy. Das ist meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du beliebt bist bei den Girls. Erster Schritt, hab ein paar graue Haare. Zweiter Schritt, lass dir die grauen Haare wachsen. Setz dich unter Stress oder so, keine Ahnung. Schritt 3, lass dir deine grauen Haare weißer färben. Lass dir die bleachen, dass sie schön weiß sind. Schritt 4, alle Mädels rennen dir hinterher, weil du weiße Haare hast. Punk, easy! Mein lieber Mann, jetzt weißt du, warum ich dir hinterher renne. Da liegt ja noch ganz viel. Ja, das ist nicht so lecker wie euer Brot. Komm, du kriegst auch noch. Au, oh mein Gott. Das war die Strafe für dieses Frechsein. Die hat mich gepiekst. Oh mein Gott, die hat meinen Finger gebissen. Da waren Leute auf der Bank, die haben alles beobachtet. Es wird einfach. Also das Kinderding hat es jetzt weird gemacht. Man schießt Alter, der Eis. Epische Move, habt ihr das gerade gesehen, was du mit diesem Salat gemacht hast? Das war ein richtig geiler Hack. Du musst einfach den Salatkopf auf den Strung auf den Tisch hauen. Ja. Feste. Und dann kannst du den ganzen Strung einfach rausnehmen. Zack. Hex. Das probiere ich das nächste Mal auch. Und wehe, das funktioniert nicht. Ich kann halt nicht nach. Oh nein! Oh mein Gott, wieso tut das Spiel? Ich kann nicht. Ich kann nicht gegen Lisa spielen. Ich kann nicht gegen Lisa spielen. Lisa, es geht nicht. Es geht nicht, Lisa. Es geht nicht. Ich kann's nicht. Wie viele Kirschen werden gegessen? 4 Stück. Wäre es nicht einfacher, 2 in jeder Hand? 3 Stück. Okay. Ja, Kistenkater, deswegen sagte ich ja jetzt, weißt du? Ja, genau. Ich klick heute einfach zu viel. Ich übe aber noch. Oh, shit! Das war keine Absicht. Oh, shit. Oh, fuck, warum ist hier so ein dummer Becher auch noch im Hintergrund? Weil es immer wieder dumme Leute gibt, die denken, sie sind schlauer als die Becher. Wo soll ich denn wissen, dass der gefüllt ist? Wer stellt denn seinen scheiß gefüllten Becher? Kleiner Tipp, guck rein, dann weißt es. Da dahin, Mitarbeiter suchen. Auf unser Zeug. Ich sehe nix. Das ja, hoch, W. Und ich drück W, Das kenne ich von Anne. Passt. W. Sag ich doch. Das geht schief. Definitiv schief. Ohne Scheiß, ich glaube, das ist Seattle. Jetzt ist 100% Seattle, 100% da war ich. Also jetzt wirklich, ich verarsche mich bitte. Wo warst du denn überall? Da war ich wirklich. Doch! Hier war es PUBG Broadcast Arena. Hier bin ich angesprochen worden von so einem Rapper, der mir seine CD verkaufen wollte. Was war das? Okay, okay. Hier war unser Hotel hier unten. Ey, Trill, wie kannst du uns so. Ey, was? Ohne Scheiße, das sah genauso aus. Das schützt auch nicht mehr als. ja. Könnte es eventuell daran liegen, dass amerikanische Städte irgendwie alle gleich aussehen? An bestimmten Stellen? Nee, ist richtig. Bist du sicher? No scared it. Das ist halt, wenn so ein Scheit wegfällt und dann der Zeh offen ist, dann... Oh! Au! Au! Das fühle ich, auch wenn es bei mir unten anders aussieht. Aber das fühle ich, das tut weh. Au, das tut richtig weh. Oh, wie geht es? Das tut weh. Oder möchtest du kurz einmal dahinter filmen? Da ist keiner. Na doch. Hier sind die Duschen. Also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du den nicht gesehen hast. Das war doch voll, der war doch voll zu wir sehen. Wir gehen zurück. Da kommen gerade nicht durch. Und deswegen
drehen wir uns einfach in die Richtung und laufen. Den Fehler machen, dass nicht hier einfach noch einer um die Ecke steht. So, jetzt mache ich den Trick, den Bram gemacht hat. Einmal drüber gucken. Okay. Jetzt traue ich mich mal und gehe da mal nicht da noch mal hinter. Abonniert euch. Ja. Mit Germany oder ich komme zu euch nach Hause, esse euren Pudding, pinkeln in eure Toilette, spüle nicht ab, mache Streifen in die Toilette, zerknitter alle eure frisch gebügelte Wäsche und kack euch dann in den Briefkasten. Bitte. Ja. Was soll man dazu sagen? Jetzt habt ihr es gehört. Das war die Folge 165 der Twitch Clips Germany. Wir schauen natürlich auch nächste Woche die nächste Folge, garantiert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt nicht nur mir einen Daumen hoch, nein, geht auch auf die Seite von Twitch Clips Germany, schaut euch dann den Clip vielleicht nochmal an und lasst auch einen Daumen da. Die freuen sich darüber und dann kriegen wir weiterhin solch tolle Stream-Möglichkeiten und neue Clip-Kombinationen von Twitch Clips Germany. Link dazu ist unten in der Beschreibung drin. Und ja, wie schon gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Wäre natürlich auch noch schön, wenn ihr mir ein Abo und da lasst und die Glocke aktiviert, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ich sage euch jetzt Tschüss. Wir sehen uns wieder. Bis dann.